Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man bei einem Sony Blu-ray-Player die Firmware updatet. Dazu starte ich das Systemmenü, drücke OK, sodass ich in die Konfiguration komme. Und dort sehen wir verschiedene Menüpunkte. Hier sehen wir zum Beispiel die Videokonfiguration und da gehe ich auf das TV-Format, drücke jetzt die OK-Taste und dann gibt es auf der Fernbedienung eine blaue Taste, die drücke ich dann und dann bekomme ich die aktuelle Version heraus. Hier haben wir die Version 4.2.0. Die aktuelle Version im Internet verfügbar ist die 6.2 und das werden wir jetzt gleich mal updaten. So, um jetzt das Update herunterzuladen, suchen wir uns einen beliebigen Browser. Ich nehme am liebsten Google, gebe ein Update Sony Bluedisc Player. Da haben wir ihn auch schon, den S300. Den klicke ich mal an. Und da sehe ich schon, es gibt hier eine Firmware-Aktualisierung. Vom 12.04.2012 gehe ich auf Jetzt aktualisieren und da bekomme ich im Prinzip alle Informationen zu diesem Download, was der beinhaltet, ob ich es benötige, was man benötigt und wie man entsprechend dieses Download durchführt. Das kann man sich nachher selber runterladen und durchlesen. Ich klicke jetzt einfach mal hin, lade es mir mal runter und speichere das. Das dauert bei mir hier ein bisschen, doch hier oben sieht man eine Minute, vielleicht nicht ganz, den aktuellen Fortschritt. Da können wir gucken, das sind 50 MB, die müssen runtergeladen werden. Alles andere machen wir dann gleich. So, jetzt haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Der Download ist fast fertig. Und jetzt können wir den im Prinzip anklicken. Und er fragt uns, ob wir das Programm ausführen möchten, sage ich ja. Und das Programm fragt uns, wo er sich extrahieren möchte. Das heißt, er legt ein ISO-File an. Ich habe mir unter dem Laufwerk C, habe ich mir einen Ordner abgelegt. Der heißt Update. Da, und da soll es hineinkopiert werden. Nach C Update. Okay. Und wenn wir uns jetzt gleich angucken, wird man sehen, was da passiert ist. Wie wir sehen, hier in dem Ordner Update wurde jetzt dieses File Update BDP S300.ISO abgelegt. Dieses File müssen wir jetzt als ISO-File auf eine CD bringen. Ich habe mir ein kostenloses CD-Brennprogramm heruntergeladen. Das kann nicht nur CDs und DVDs erstellen, sondern auch ein ISO-Image brennen. Da klicke ich mal jetzt auf OK. Ich möchte ein ISO-Image brennen. Das wähle ich jetzt aus. Da gehe ich auf das Laufwerk auf meinem Computer, auf das Laufwerk C, auf das Update und klicke das Update an. C, Update, Update, OK. Und dann kann ich es brennen. Medium brennen. So, nachdem wir die CD gebrannt haben, legen wir sie ein in den Player und schließen die Schublade und beobachten, was dann passiert. Und so sollte das dann aussehen. Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie lange das läuft, dann ist der Download fertig. Jetzt schauen wir mal, ob unsere Arbeit auch erfolgreich war. Wir gehen wieder wie gehabt auf Konfiguration, dann auf TV-Format, drücken die OK-Taste in der Mitte und dann die kleine Blue, die blaue Taste. Und wir sehen, wir haben rechts unten, da sieht man es, Version 6.2.0. Also wir haben erfolgreich ein Firmware-Update durchgeführt.